Hallo, mein Name ist Stefan, ich bin Gründer von Rightlink und ich wollte euch heute ein kleines Installationsvideo machen, wie man unter Android den Wingman installiert. Insbesondere, weil es bei Android ja einen ganz wichtigen Zwischenschritt gibt. Das ist Thema nämlich mit dem Wi-Fi Direct Setup und ich werde diesen Prozess einmal mit euch komplett hier in diesem Video durchgehen. Dazu starte ich die Aufzeichnung auf der App und öffne die App. Ich bin jetzt hier angemeldet. Eine Besonderheit: Ich habe hier keine SIM-Karte installiert in dem Handy, sondern ich zeige euch das jetzt, wie das funktioniert, quasi ohne die SIM-Karte. Hier nur zur Info: Ich mache das mit der Version 0.11.0, mit der B1319. Solltet ihr eine andere App haben, könnt ihr die entweder im App Store herunterladen oder wir können euch da auch einen Link zur Verfügung stellen für diese App. Ich gehe jetzt hier einfach in das Motorrad, verbinde den Rightlink Wingman. Dazu scanne ich den QR-Code vom Wingman. Den hat er auch akzeptiert. Der Wingman hat ja zwei QR-Codes, den weißen und den roten. Die sind identisch. Der weiße funktioniert nur viel besser für iOS. Android ist da viel besser, kann den roten und den weißen sehr gut sehr gut verarbeiten. So, Einrichtung Rightlink Wingman. Und jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr euch immer nur mit dem WLAN des Wingmans verbindet, wenn euch die App auffordert und sobald das WLAN wieder trennt oder beziehungsweise wechselt, wenn euch das, wenn euch die App dazu auffordert. Das heißt, jetzt kommen wieder die Meldungen mit dem Stromverbrauch und so weiter, dass du den bitte installieren sollst. Jetzt sagt er fehlende Internetverbindung, das heißt, verbinde dich bitte mit dem WLAN UTPMR-SXD. Ich merke mir immer nur die letzten drei Buchstaben. Wenn ihr mit mir telefoniert, werdet ihr merken, dass ich immer nur die letzten drei Buchstaben haben will. Ich verbinde mich jetzt mit diesem WLAN. So, ich gehe jetzt schon mal hier rüber und irgendwann, wenn das WLAN funktioniert, dann bietet er den Button Fortsetzen an. Jetzt drücke ich auf Fortsetzen. Jetzt kann man auch den Wingman kalibrieren. Jetzt gehe ich auf Weiter, starte die Kalibrierung, lasse das durchlaufen. Während der Zeit bin ich die ganze Zeit nur mit dem WLAN von dem Wingman verbunden und ihr seht, ich bin nicht mit irgendeinem anderen Internet verbunden. Das heißt, das ist ein reiner Offline-Prozess, den kann nur das Android, das iOS kann das nicht. Jetzt sagt er wieder, ich soll mich vom WLAN trennen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder in das andere WLAN. Ist er schon drin? Ja, er ist schon wieder drin. So, und dann sagt er, ich habe das hier erfolgreich geschafft. Wunderbar. So, als nächstes solltet ihr unbedingt die Firmware aktualisieren. Da drücke ich auch drauf. Ich starte das Update. Er lädt jetzt die Firmware vom Server runter. Die muss er erst quasi zwischenspeichern. Dann gehe ich in das WLAN vom Wingman drauf. Wechsel zurück. Jetzt überträgt er das auf das Handy drauf. Quatsch, jetzt hat er die Firmware auf den Wingman übertragen und möchte wieder zurück mit dem Internet verbunden werden. Das mache ich jetzt auch hier. So, und sobald das durch ist, sagt er, Firmware erfolgreich aktualisiert. Jetzt dauert es leider wieder ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt hier so ein bisschen warten, bis das ganze Thema sich hier durchgearbeitet hat. So, ich kann ja hier schon mal auf Speichern klicken. So, jetzt bin ich wieder auf meinem Dashboard und jetzt warten wir, bis der Wingman sein Update durchgeführt hat. Ich gucke hier parallel immer so ein bisschen auf den Wingman drauf, weil ich natürlich hier immer so ein bisschen sehen kann, was er dann tut. So, jetzt müsste es eigentlich gleich soweit sein. So, bei Android solltet ihr euch nicht mehr mit dem WLAN vom Wingman verbinden. Das WLAN vom Wingman hat ja den Namen geändert. Jetzt startet der Wingman eh gerade neu. So, also es geht gleich weiter. Und dann zeige ich euch so ein paar Dinge, wie ihr erkennen könnt, ob
der Wingman sich mit dem Handy verbunden hat oder nicht, weil durch das Wi-Fi Direct wird die App das immer selbstständig machen. Und ihr habt hier im Profil, habt ihr im Wi-Fi Direct Statusmonitor. Und mit diesem Statusmonitor könnt ihr immer sehen, ob der Wingman und das Handy miteinander verbunden sind. Ihr solltet auf gar keinen Fall, das war jetzt ein Fehler, ich mache das WLAN jetzt wieder ein. Ihr solltet auf gar keinen Fall, wenn jetzt gleich das WLAN wieder kommt, euch mit diesem WLAN direkt Bindestrich OTP verbinden, sondern ihr geht hier oben auf Wi-Fi Direct und könnt zum Beispiel gucken, ob das WLAN vom Wingman dann auftaucht. Ihr braucht dieses Wi-Fi Direct, das ist einfach nur zur Überprüfung, ob das alles da ist. Und ihr seht, das dauert ein bisschen, weil der Wingman gerade neu startet. Wenn es mal zu lange dauert, dann geht man nochmal zurück und geht da nochmal rein. Und dann müsste es eigentlich gleich da sein. Ich melde mich nur parallel kurz auf dem Wingman an, damit ich das auch verfolgen kann. So, wenn es noch nicht funktioniert hat, dann schaltet man das WLAN halt nochmal aus und guckt nach, ob das Wi-Fi Direct jetzt da ist. So. Und noch ist es nicht da. Aber wir können ja mal parallel in die App gucken, weil der Wingman ist eben schon lange da. Und er sagt auch immer noch, nein, jetzt sagt der Wi-Fi Direct Status verbunden. Das heißt, jetzt hat er es geschafft, im Hintergrund sich automatisch mit dem Wi-Fi Direct zu verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Live-Dashboard gehe und das geht jetzt gleich der Verbindungsstatus auf grün und ihr seht auch hier, kann ich die Geschwindigkeit und die Drehzahl verändern live und ich kann natürlich auch die Schräglage, ich kriege das nicht alles immer gleichzeitig hin, aber und das ist das Spannende, das ist der Unterschied zwischen iOS und Android, dass mit Wi-Fi Direct und dem lokalen WLAN ihr das alles machen könnt. Das kann das iOS kann das nicht. Da geht immer nur eine WLAN-Verbindung durch das Wi-Fi Direct, beherrscht er hier mehrere WLANs. Deswegen ist es ganz, ganz spannend. So, das war einmal die Einrichtung. Jetzt könnt ihr auch den Diebstahlschutz aktivieren, deaktivieren. Ihr könnt, hier habt ihr noch keinen Newsfeed. Der Newsfeed kommt erst noch, sodass ihr alle auch Diebstahlschutzmeldungen quasi in einer Historie habt. Das war's zum Thema, wie richte ich den Wingman unter Android ein? Es ist ganz, ganz wichtig, das muss ich immer wiederholen da an der Stelle. Android mag kein Hotspot ohne Internet. Der Wingman bietet ein Hotspot ohne Internet an. Das ist der Grund für Wi-Fi Direct. Achtet genau darauf, dass ihr genau dann wechselt zwischen WLAN und Nicht-WLAN, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Sobald man einmal das zu früh oder zu spät macht, dann ist man sozusagen vom Happy Path weg. Und wer den Happy Path verlässt, der bekommt immer so eine unschöne Meldung wie Setup fehlgeschlagen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback und wir werden natürlich noch ein Video drehen mit der letzten Version von Android.